Buenos Dias. Es wird gearbeitet, wie ihr seht. Jetzt fangen sie langsam an, die Bauarbeiter. Und während die so vor sich hin bauen, ich will jetzt nichts überstürzen, werden wir uns mal angucken, wie wir die Inselgruppe jetzt planen werden. Also wir haben hier gar nicht so viel Platz, wie ich mir erhofft hatte. Okay, habe ich die falschen Parameter ausgewählt? Das macht aber nichts. Wir nehmen die Gegebenheiten, die wir haben. Und was ich mir überlegt hatte, das ist Folgendes. Und zwar werde ich diese Insel, glaube ich, hier als Touri-Insel nehmen. Ich glaube, die ist eigentlich ganz cool. Hier könnten ein paar Insulaner wohnen. Die können sich dann darüber zum Bedienen, hätte ich fast gesagt, verpieseln. Und ja, den Rest, den werden wir dann wahrscheinlich insofern ausbauen, dass ich hier die Hauptinsel machen werde. Also gar nicht hier bei dem Palast, sondern hier werde ich unsere große Stadt, in Anführungsstrichen, so groß ich sie denn eben machen kann, hier werde ich sie, glaube ich, aufbauen. Was man natürlich noch machen kann, das sind hier hinten ein paar Kraftwerke und so, die können wir hier hinten verstecken. Das ist eh, auf Deutsch gesagt, ein bisschen für den Arsch, weil das Gebirge dazwischen ist. Ist egal, wir nehmen die Gegebenheiten, die wir haben. Und ja, gucken jetzt mal, was unsere Bauarbeiter so gemacht haben. Das Bergwerk ist inzwischen fertig und wir produzieren auch schon auf 100% und das erste Gold kommt rein. Ich finde, es wird Zeit, dass wir uns mal um eine Handelsroute kümmern. So, und da gucken wir dann nochmal, ob wir Gold exportieren können. Nee, können wir natürlich nicht. Das ist schon mal schade. Nee, also so wird das jedenfalls nichts. Wir haben hier nur das Angebot für den Import von Rum, aber nicht für den Export. Das bedeutet, dass wir tatsächlich jetzt noch 8 Monate warten müssen, bis neue Handelsangebote reinkommen. Was ich jedenfalls annehme, ist, dass wenn wir die Destillerie aufgebaut haben, dass wir dann von der Krone wahrscheinlich ein Handelsangebot sowieso bekommen. Also ist das jetzt erstmal nicht so schlimm. So, die ganzen Baracken sind inzwischen fertig. Jetzt werden die Zuckerplantagen gebaut. Sehr schön. Das sieht ja insofern schon mal relativ ordentlich aus. Ja, und dann müssen wir nochmal gucken, was wir als nächstes wohl dahinstellen. Ich überlege gerade, wir bräuchten vielleicht doch nochmal so ein ganz ordinäres Maisfeld, ne? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt, aber ja, der Anbau ist nur hier hinten günstig. Gut, dann ist das so. Was zu futtern brauchen die? Und ich klatsch das Maisfeld jetzt einfach mal. Ja, wo klatsche ich das hin? Oh, ja, gut, dann muss ich ein Stück Straße wegnehmen. Das ist aber auch, das ist suboptimal. Moment. Nee, wir machen das so. So war das schon gut. So, so machen wir das. Und hier hinten tackern wir noch ein Stück Straße dran und dann passt das. So. Ja. Gut, dann ist erstmal für das leibliche Wohl, glaube ich, gesorgt. Das ist in Ordnung. Was die Jungs wahrscheinlich noch gerne hätten und noch nicht haben, das wäre wahrscheinlich eine Bar. Sehe ich das richtig, dass wir hier keine haben? Das sind hier alles Landhäuser, ne? Nee, dann haben wir keine. Dann brauchen wir noch eine. Für Unterhaltung muss gesorgt sein. Und ich finde, die Bar, die kann mal ruhig Richtung Hafen hier. Ja, wobei sie da nun wieder so klein und fitzelig rumsteht. Aber in der Nähe von El Presidente ist das schon nicht schlecht.
Es wäre natürlich günstiger, wenn die hier bei den. Nee, komm, wir stellen sie hier hin. Da kommt die hin. So, Bums. So, dann haben wir hier eine Bar und dann eine Kirche. Was wir noch gebrauchen könnten, aber wahrscheinlich noch nicht bauen können, das. Genau, das wäre eine Klinik, aber das ist erst ab Weltkriege verfügbar. Was manchmal noch ganz hilfreich ist, das ist so ein kleiner Laden, weil die Leute dann nicht ellenweit laufen müssen. Im Moment ist allerdings noch alles dicht beieinander. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich werde allerdings jetzt mal gucken. Wir haben ja hier diese Zuckerplantagen. Wir haben aber auch die Rinderfarm. Wo war sie noch? Da, vor meiner Nase. Und die produziert ja, wenn ich richtig informiert bin, nicht nur Fleisch, sondern auch Leder. Und wir könnten jetzt natürlich noch eine bauen und gleich eine Gerberei hinstellen. Wäre nicht verkehrt, oder? Wir haben die da schon. Ja, ich glaube, die leisten wir uns auch noch. Ja, das können wir mal machen. Das finde ich gut. Dann machen wir eine Rinderfarm. Die setzen wir hier hin. Da haben wir glückliche Kühe. So. Und schmeißen auch gleich eine Gerberei auf den Markt. Das ist hier, glaube ich, nicht verkehrt. Okay, gut. Dann gucken wir erstmal wieder beim Bauen zu. Die Jungs sind ja aber eigentlich ganz, ganz guter Dinge hier. Auf die Knete müssen wir natürlich achten, ne? Das sieht im Moment nicht gut aus. Wir sind so ein bisschen ärmlich, muss man mal so sagen. So, hier fehlt jemand, der das Ganze auch bedient, hätte ich fast gesagt. Wir leisten uns mal einen ausländischen Arbeiter und da fällt mir ein, die Bildung, die gute Bildung darf natürlich nicht vernachlässigt werden, aber die kriegen wir auch erst ab Weltkriege. Das heißt, das Ziel ist jetzt natürlich, möglichst schnell ins nächste Zeitalter zu kommen. Denn ich weiß nicht, für die Bibliothek werden wir wahrscheinlich auch noch einen ausländischen Arbeiter einstellen müssen und ja. Könnte auf die Dauer teuer werden, weil wir noch keine vernünftige Handelsroute haben. Ich hoffe allerdings, wenn die Rumdestillerie erstmal läuft, dass sich das dann mit der Knete gleich ändert. So, Jungs, wo seid ihr denn jetzt eigentlich hier am Bauen? Ihr sollt hier nicht in der Gegend rumtingeln. Was machst du denn da? Sprich zu mir. Komm her. Da, du. Schön, Sie zu sehen. Freizeit. Auf dem Weg zur Farm. Wie Freizeit? Das habe ich nie angeordnet. Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes Verlangen, euch Präsidente zu nennen. Ja, da soll er sich mal keinen Zwang antun. Das kann er gerne machen. El Presidentinja steht zur Verfügung. Gut, das werden wir dann einfach mal versuchen, ne? Ja. Wahrscheinlich werden die ja auch mit genug Wünschen an uns herantreten. Wenn wir die dann schaffen zu erfüllen, dann wird das schon. So, was ist denn hier jetzt eigentlich mit meinem Heini? Wann kommt denn der hier mal an? Und treten Sie mal näher, Herr Pfarrer. Da hinten kommt ein Kahn. Apropos, wir haben ja hier nur die Hafenanlage. Das wäre wahrscheinlich mal ganz günstig. Ich fange schon wieder an zu bauen. Das ist ganz furchtbar. Ich will ja eigentlich immer warten. Aber ich möchte auch noch einen Fischereihafen haben.
benötigt ein Fischereigebiet in der Nähe und das ist nur da hinten. Das ist ja schon mal schlecht. Wir haben hier eins, ja, das kannst du dir aber auch sonst wohin stecken, aber wir haben auch hier hinten eins. Und da haben wir auch schon eine Straße und deswegen kasper ich das mal dahin. So. Ja. Gut. Setzen wir da hin. Und dann machen wir tatsächlich aber erstmal eine Baupause. Okay. Also Nahrung haben wir nun wirklich mehr als genug, würde ich mal sagen. Aber ohne Fischereihafen, das geht ja mal gar nicht. Ich meine, wir sind hier auf einer Insel, da muss es Fisch geben. Das ist wichtig. So. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was auch immer die Krone will. Tee? So sieht's aus. Die Mandatszeit geht noch 3 Jahre und 10 Monate. Und ich kann die jetzt verlängern. Ich kann aber auch die 2000 Tacken nehmen. Oder 5 Immigranten. Ich meine, die geht ja noch ein bisschen, ne? Wir haben Geldmangel. 2000 sind allerdings mega wenig, finde ich. Nehme ich die trotzdem? Oder nehme ich die Immigranten? Gute Frage. Komm, ich nehme die Jungs. Nichts ist schlimmer, als wenn uns die nötige Manpower fehlt. So, die neuen Angebote gibt es in 10 Monaten. Rum können wir nur importieren, aber leider nicht exportieren. Das ist wirklich, wirklich schade. Kaffee und Tabak. Wir gucken mal, was hier am besten geht. Rum und Gold, das haben wir schon. Also im Anbau, beziehungsweise ohne Handelsroute leider. Leder. Leder ist, das ist ja mal interessant. Ich hätte jetzt gedacht, Kaffee ist teurer irgendwie als Leder, aber nein, so ist das nicht. Dann werden wir unser schönes Leder einfach mal versuchen zu exportieren, wenn wir denn hier so ein Angebot haben. Im Moment ist es nicht so, aber in 10 Monaten vielleicht. Gut, also müssen wir uns ja wahrscheinlich auf Fleisch spezialisieren. Da machen wir auch ruhig mal ordentlich, damit wir ein bisschen was kriegen. Kaffee und Tabak. Guck ich gleich mal, wie sich das denn anguckt hier. Tabak. Ja, haben wir schön zugedröhnt hier mit den Baracken. Aber hier wäre für Tabak noch ein bisschen Fläche. Aber pff, ach, das ist, siehst du, und das ist schon wieder verbaut. Und diese Felsen, das geht gar nicht. Also es ist nicht verbaut, aber dieser Felsen. Himmel. Gut, ich kann die Straße abreißen. Das könnte ich tun. Das könnte ich tun. Hier hinten habe ich natürlich auch noch jede Menge Platz und hier auch. Ich meine, wir wollen ja nicht rumknausern. Das sieht ja hier eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gut, wir gehen unter die Zigarillo-Produzenten und bauen nochmal 2 Tabakplantagen hin. Ich baue schon wieder wie so eine Wilde. Das ist zu schnell. Ich weiß es. Aber manchmal ist es so. So, und jetzt blockieren wir uns da vorne mit der Straße. Sowas mag ich immer nicht. Das ist schlecht ausgenutzt. Aber so können wir es machen. So, und jetzt seht ihr schon, ne? Also katastrophal. Ich habe zu schnell gebaut. Wir kriegen überhaupt nichts rein. Stattdessen, ja, baue ich hier wie eine wildgewordene Wildsau, hätte ich fast gesagt. So.
Okay, wir bräuchten jetzt natürlich... Was haben wir denn hier noch an Industrie? Gerberei haben wir schon gebaut. Ja, Zigarrenfabrik können wir noch nicht bauen. Ab Weltkriege ist es möglich. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal die Tabakroute in Gang setzen. Zusätzlich zum Fleisch. Und ich glaube, das machen wir auch mal, ne? Das ist, glaube ich, ja, wir brauchen Knete. Nützt nichts. Und ich mache das auch gleich dicke. So. Dafür reicht die Knete gerade noch. Okay, die Handelsrouten stehen soweit. Dann warten wir jetzt nochmal 9 Monate ab. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Ja, so sieht das aus, da hat sie recht. Wir nehmen natürlich die Revolutionäre, damit wir die Weltkriege schneller erreichen, das nächste Zeitalter. Es wird fleißig gebaut, sehr schön. Die Maisplantage steht bereits. Und füllt sich. Gut, die Kirche hat inzwischen auch ihr Pfarroberhaupt gefunden. Sehr schön, 2 Stück an der Zahl. Und die Bibliothek steht jetzt noch leer. Das können wir natürlich so nicht lassen. Bevor uns das Geld ausgeht, schnell jemanden holen. So. Okidoki, ich würde sagen, das ist ja schon mal ein Fortschritt zur letzten Folge. Es entwickelt sich langsam und ja, ich bin mal gespannt, inwieweit wir meinen Anfangsplan umsetzen können. Wenn ihr Lust habt, sagt mir doch mal, ob ihr die Turi-Insel auch hier hinten machen würdet oder vielleicht hierhin. Ich meine, ich finde es ja ganz günstig, weil hier diese kleine Ruine ist. Dieser kleine Maya-Tempel oder da wegen der Nähe zum Festland, sag ich mal. Ich würde darauf plädieren, hier die große Stadt der Einwohner zu machen. Quasi die Hauptstadt von Tropico. Hier die Turi-Insel. Da irgendwie schnicki-schnacki. Und ja, das weiß ich nicht. Das wird dann hier so ein alles, was woanders nicht hinpasst oder so. Ich gucke jetzt nochmal ganz schnell, was mit dem Bodenschätzen ist. Wir haben hier viel Eisen, hier hinten Gold. Ja, ja gut, ich meine, da ist noch frei. Hier habe ich auf das Kohlefeld super meine Maisfarm gesetzt. Das muss man wahrscheinlich später sowieso teilweise alles noch abreißen. Das ist erstmal nur für den Anfang schön nah beieinander. Das wird sich wahrscheinlich später nicht vermeiden lassen, das nochmal auseinanderzurupfen. Okay, auf der von mir angedachten Turi-Insel ist ein Goldvorkommen. Da hinten stört's mich nicht. Oh, hier sind 2 Stück. Ja, gut, da können wir jetzt mal gerne zusammen drüber nachdenken, was wir mit diesen Informationen anfangen, wo ich was am besten hinbaue. Erstmal werde ich mich hier auf diesen Teil der Inseln konzentrieren, damit wir die Wirtschaft so ein bisschen in Schwung kriegen. Ja, aber dann möchte ich das irgendwie sortiert in Turi-Insel, Hauptinsel und Schniggi-Schnaggi. Und ja, ich bin gespannt, ob wir da irgendwie zusammen vielleicht was Schickes draus basteln können. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!